Hey Leute, mein Name ist David Asphalt, direkt aus Hamburg für Backspin TV. Wir haben hier so ein kleines Gewinnspiel am Laufen. Wenn ihr diesen Aufkleber seht, merkt ihr euch die Zeit, schickt sie an info@backspin.de und könnt geile Sachen gewinnen. Tschüss. Eine Maschine an sich bezieht sich erstens auf die Fähigkeit, Songs zu schreiben wie eine Maschine, dann allerdings natürlich auch auf das Battle-Rap-Dingen und natürlich, dass ich selber wie Wolverine Knochen aus Stahl habe und jeden Rapper zu Matsch mache. Stehste? Bis jetzt durchweg positiv, also ich weiß nicht, was das zu sagen hat, aber wir sind damit direkt in die Amazon Top 10 eingestiegen, wurde ja erstmal nicht als physikalischer Tonträger, sondern nur als Download-Album angeboten, um die ganzen Vertriebskosten zu umgehen, aber bis jetzt fanden es alle geil, die zwei Videos, die dafür gemacht wurden, Weltretten und eine Maschine, ich glaube durchweg positiv und ich meine, gibt natürlich Hater, aber da komme ich dann vorbei auf dem Dorf und hau den Hals ins Genick. Verstehst du, Junge? Hamburg, was läuft? Also ich glaube, das kam zustande über Debo. Debo hatte mir nach meinem ersten Download-Album, den Saint-Tropez Diaries, irgendwie Connections, Gespräche zu 4Music und Universal vermittelt, meinte dann aber, wenn das alles nicht hinhaut, beziehungsweise wenn das nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, würde Chuck dir gern helfen. Dementsprechend haben wir dann zwischenzeitlich mal gequatscht und er hat mich nach Berlin eingeladen und einfach, wie das läuft, Musik gemacht, down miteinander geworden. Jetzt sind wir auf Tour. Schön. Ja, weißt du, das Ding ist, ich lese sehr viel, schreibe auch sehr viel, unabhängig von Liedern, Kurzgeschichten, arbeite an einem Roman, einem Ratgeber, Tipps und Tricks, wie man die Chicks rumkriegt, demnächst auf DTV erhältlich und habe einfach den Drang zu schreiben, Sachen zu verarbeiten, gute Musik zu machen. You know. Also erstmal werde ich auf jeden Fall öfter mit ihm zusammenarbeiten, weil die Jungs auch einen Verlag auf die Beine stellen wollen, wo ich dann rein soll, nicht nur als Rapper, sondern vielleicht auch als, dass diese Songwriter-Geschichte ein bisschen vorangetrieben wird. Kollabo-mäßig mache ich eigentlich nichts unter 5.000 Euro, haben ja deutsche Rapper heutzutage nicht mehr, verstehst du? Da läuft nichts. Zack. Yo. Ja, mein Roman, die Hauptfigur heißt Jack the Mac. Im Großen und Ganzen handelt der Roman von nichts und kommt null voran im Moment. Also, weiß auch nicht. Also mich würde vor allem freuen, wenn ihr jetzt nicht das Geld, ich habe mit vielen Kids gesprochen, die meinten, ist heutzutage auch super teuer, sich im Laden CDs zu kaufen, würde ich euch raten, auf hiphop.de euch die Saint-Tropez Diaries runterzuladen. Meiner Meinung nach ein Album, was ich auch mit den kommenden Alben schwer toppen kann, weil ich da völlig vorbehaltslos an die Musik rangegangen bin und das mir einfach frei von der Seele runtergeschrieben habe und zieht euch das Dingen. Ansonsten supportet Beetlefield, gutemenschen.com. Oh, das war David Asphalt für Backspin TV, heute hier in Hamburg. Wir sehen uns später auf der Reeperbahn, Leute. Peace.